Dienstag, 18. Mai 2021. Weiterhin Mond im Löwen. Keine durchschlagenden Aspekte. Allerdings weiterhin natürlich Einfluss von Sonne und Pluto, die dafür sorgen, dass man Einfluss nehmen kann. Das sollte natürlich so positiv und liebevoll wie möglich sein. Einen schönen guten Tag, lieber Widder. Wir befinden uns bei Dienstag, dem 18. Mai 2021. Ja, was haben wir heute in der allgemeinen Kartenlegung für den Widder? Was ist da? 9 der Kelche, Wunscherfüllung, sehr schön. Erfolg, wow, toll. Und die Hohepriesterin, Bauchgefühl, Intuition. Also, ich denke mal, dass da heute ein sehr erfolgreicher Tag auf dich wartet. Mit der Mäßigkeit der Schütze, Energie, Gefühl und Intellekt in Einklang bringen. Du bist auf dem richtigen Weg, sieht großartig aus. Und das solltest du feiern und die, die dir dabei helfen, dir den Rücken stärken, eben auch. Ja, dann sage ich einen schönen Tag und bis morgen. Einen schönen guten Tag, lieber Stier. Wir sind bei Dienstag, dem 18. Mai 2021 und wir schauen uns an, was in der allgemeinen Kartenlegung heute für den Stier so drin ist, worauf dich die Karten hinweisen möchten. Was haben wir? 3 der Münzen, Teamplay, miteinander. Page der Schwerter, Gespräche, Informationen, Austausch. Und die Welt, das bedeutet, man verändert etwas, also man hört mit etwas auf und beginnt etwas Neues. Das kann ein Arbeitsvorgang sein, das kann vielleicht eine, ja, wie man mit dem Team zusammenarbeitet. Ich denke, das ist eine Gemeinschaftsarbeit, an der du mitwirkst und du hast vielleicht eine gute Idee. Wir haben den Eremiten, das ist die Jungfraukarte. Du gehst in dich und überlegst dir, wie du in Zukunft damit umgehst oder wie das, was das für dich bedeutet und wie du das umsetzt für dich ganz persönlich, wie du das anwenden und nutzen kannst. Ja, da ist eine Veränderung drin. Mit Uranus kennst du das ja schon und ich denke, dass du da sicherlich einen tollen Weg finden wirst. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Zwillinge. Wir sind bei Dienstag, dem 18. Mai 2021 und wir wollen schauen, was in der allgemeinen Kartenlegung für die Zwillinge heute besonders interessant ist, worauf die Karten hinweisen möchten. Ausgewogenheit. Fairness, Miteinander, Diplomatie, Klarheit und Wahrheit, authentisch sein und sich vielleicht auch nicht, ja, sagen wir mal, umstimmen lassen oder so. Wir haben die 7 der Schwerter, da wird was verborgen. Es kann bedeuten, dass man vielleicht auch, ja, das Gefühl hat, da wird was unter den Teppich gekehrt, so habe ich den Eindruck hier. Du bist dir klar darüber und wir haben den Herrscher. Stillschweigen von deiner Seite wahrscheinlich, um sich selbst zu retten oder sich da nicht einzumischen, wäre sicherlich gut. Allerdings weißt du genau, wo der Hase langläuft. Du durchschaust etwas. Das kann sehr hilfreich sein, vielleicht noch in Zukunft. Ich denke, es ist wichtig, dir klar zu sein über ein paar Zusammenhänge, die vielleicht mit führenden Persönlichkeiten zu tun haben, aber eher stillschweigend zu wahren. Das ist so das, was ich daraus sehe. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, lieber Krebs. Wir sind heute bei Dienstag, dem 18. Mai 2021 und wollen schauen, was die allgemeine Kartenlegung für den Krebs heute hat, worauf dich die Karten hinweisen möchten. 5 der Kelche, man hadert mit etwas. Die 5 der Kelche kennst du, die 3 umgefallenen Kelche werden bedauert oder betrauert, je nachdem. Es ist Zeit, sich umzudrehen und das zu nehmen, was man hat. 9 der Schwerter sind Ängste, sind vielleicht auch Dinge, um die man sich Sorgen macht. Und das bedeutet aber auch, man kann darüber sprechen, natürlich mit Personen des Vertrauens, um sich darüber Klarheit zu verschaffen. Und dann haben wir die 8 der Kelche. Du gehst da ganz ran, anders ran als sonst. Ich denke mal sehr offensiv mit den Schwertern. Du versuchst dir das auch logisch zu erklären. Mit den 8 der Kelche sagst du, ich gehe einen anderen Weg, auch gefühlsmäßig. Und das bringt dir den Erfolg. Interessant.
Das ist bei jedem Krebs natürlich anders, aber ich denke, dass du die Sache praktisch mal von einer ganz anderen Seite betrachtest und dir klar darüber wirst, dass du damit Erfolg hast. Ich wünsche dir diesen auch und sag mal bis morgen. Schönen guten Tag, mein lieber Löwe. Wir sind bei Dienstag, dem 18. Mai 2021 und wollen schauen, was die Kartenlegung heute für den Löwen allgemein so hat, worauf sie dich aufmerksam machen möchte. 9 der Kelche, Wunscherfüllung. Wir haben den Gehängten, die Sache aus allen Perspektiven betrachten, eine Veränderung vornehmen mit der Welt, also tatsächlich etwas hinter sich lassen. Vielleicht auch ein Wunsch begraben kann natürlich sein und sich dafür auf das zu konzentrieren, was machbar und möglich ist. Wir haben auch den Erfolg. Super, du hast damit Erfolg, indem du wirklich objektiv über die Dinge nachdenkst und dann eine entsprechende Entscheidung triffst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Jungfrau. Wir sind bei Dienstag, dem 18. Mai 2021, bei der allgemeinen Kartenlegung für die Jungfrau am heutigen Tag. Worauf möchten dich die Karten aufmerksam machen? Krebsenergie, der Wagen, vorangehen. Mars im Krebs, wunderbar. 8 der Schwerter, Gedankenkreisel, man findet keinen Ausweg oder man hat noch keine Lösung. Ritter der Schwerter könnte schnell kommen, unerwartet. Und unvorbereitet vielleicht auch. Das ist immer so eine Energie, wo man keine Zeit hat zu überlegen. Und dann haben wir die 10 der Schwerter. Du kommst heute über etwas hinweg, was dich möglicherweise bisher ausgebremst hat. Interessant. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Waage. Wir sind bei Dienstag, dem 18. Mai 2021, bei der Allgemeinlegung für diesen Tag für die Waage. Worauf möchten dich die Karten aufmerksam machen? König der Münzen. Stabilität und Sicherheit kann eine Person sein, kann aber auch deine Attitüde sein, dass du weißt, was du hast. Wir haben den Page der Schwerter, Austausch, Gespräche, Informationen. Und wir haben die 6 der Münzen. Da geht es um Fairness. Das liegt dir ja als Waage, Diplomatie, dass keiner zu kurz kommt, aber wir haben die 7 der Schwerter. 7 der Schwerter ist das Unentdeckte, ist das Heimliche, ist das sich durchmogeln. Ich hoffe, das liegt nicht bei dir. Es ist wichtig, dass man das heute erkennt, denn irgendjemand spielt mit unlauteren Mitteln. Ich hoffe, das bist nicht du, sondern vielleicht jemand anders, aber die Erkenntnis ist auf jeden Fall heute da. Also wer auch immer mit falschen Karten spielt, wird entdeckt. Viel Erfolg und bis morgen. Einen schönen guten Tag, lieber Skorpion. Wir sind bei Dienstag, dem 18. Mai 2021. Wir sind bei der allgemeinen Kartenlegung für diesen Tag, für den Skorpion. Was haben wir für den Skorpion? Worauf machen die Karten aufmerksam? Wettbewerb, okay. König der Münzen, Stabilität und Sicherheit, Erdenergie, Pragmatismus. Und der Gehängte, die Situation überblicken. So, wer ist denn da die Konkurrenz? Wer ist derjenige, der dagegen arbeitet möglicherweise? Du bist da, ja, bedacht darauf, dir einen Überblick zu verschaffen über das Gesamtbild. Ja, du möchtest auch Stabilität und Sicherheit, aber wir haben die 3 der Schwerter. Kann bedeuten, dass du von jemandem enttäuscht bist. Oder dass du jemanden enttäuscht oder jemandem etwas sagst, was diese Person kränken kann. Vielleicht in Bezug auf den Wettbewerb. Es kann auch in Bezug auf Geld sein, Finanzen. Ja, also ich denke mal, dass du sehr objektiv darüber nachgedacht hast. Wenn du etwas Kränkendes sagst, wirst du deinen Grund dafür haben. Es kann aber auch einfach sein, dass du entdeckst, dass jemand vielleicht im Wettbewerb oder wenn es um Dinge geht, die Stabilität und Sicherheit herstellen, da jemanden, ja, bloßstellst oder enttäuscht bist von jemandem. Es tut mir leid, aber so ist es heute. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass das nichts Dramatisches ist, sondern dass es einfach klargestellt wird. Ich sag mal, bis morgen. Einen schönen guten Tag, lieber Schütze. Wir sind bei Dienstag, dem 18. Mai 2021. Und wollen schauen, was für den Schützen in der allgemeinen Kartenlegung relevant ist, worauf dich die Karten heute aufmerksam machen möchten.
Wir haben das Ass der Münzen. Ein Neubeginn in Sicherheit und Stabilität kann ein Angebot sein. Wir haben die 5 der Schwerter, Konfliktsituation, dass Dinge angesprochen werden, die unangenehm sind. Wir haben die Waage-Karte, das ist Gerechtigkeit, dass Ausgewogenheit hergestellt werden soll, Fairness, ja auch in einem Streitgespräch, worum es vielleicht geht bei diesem neuen Angebot. Wir haben aber die 7 der Schwerter, die wir heute auch wieder öfter haben, dass jemand mit falschen Argumenten spielt oder sich irgendwie durchmogeln möchte. Ich hoffe nicht, dass du das bist, aber es ist halt, wenn ich das so sehe, ungerechtes Verhalten von jemandem. Ich hoffe nicht, dass das deine Attitüde ist. Bemühe dich um Fairness, um Realität, also dass du authentisch bist und eben auch die Dinge wahrheitsgemäß rüberbringst. Das ist ein Neubeginn in Sicherheit und Stabilität und ich glaube nur der eben dafür sorgt, dass die Dinge auch angesprochen werden. Wer streitbar ist, wird da auch, sage ich mal, einen Fuß in die Tür bekommen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Steinbock. Wir sind beim Dienstag, dem 18. Mai 2021 und wollen schauen, was in der allgemeinen Kartenlegung für den Steinbock heute drin ist, was die Karten ja dir sagen wollen. Ausgewogenheit, Fairness, Gerechtigkeit, das hatten wir öfter heute schon. Der Herrscher, Verantwortung übernehmen, die Führung vielleicht, aber bitte nicht tyrannisch. Und wir haben die Manifestation von, ich denke, ja, da geht es um Macht. Da geht es ganz klar, wer hat die Nase vorn, wer bestimmt, wer kann seine Vorhaben realisieren. Und da haben wir die 5 der Stäbe. Da wirst du in Konkurrenz mit jemandem treten. Ich hoffe nicht privat, sondern eher beruflich. Es geht darum, dass man gegenseitig so ein bisschen versucht, den anderen abzuhängen bzw. besser zu sein. Vorsichtig mit dieser Energie. Du kannst natürlich tun, was du möchtest. Ellenbogenmentalität. Vielleicht wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, lieber Wassermann. Wir sind bei Dienstag, dem 18. Mai 2021 und wollen schauen, was für den Wassermann heute in den Karten ist. Tageslegung allgemein, was wollen die Karten dir zeigen? Ruhephase überlegen, also Dinge gut überdenken, Veränderung herbeiführen, sofern du willst, und Lernphase. 3 der Stäbe bedeutet, dass man vorausschauend denken soll. Das kannst du, das weiß ich. Die Veränderung herbeiführen, die gut überlegt ist, ja, und eben auch lernen, Geduld zu haben. Denn die 3 der Stäbe bedeutet ja auch immer, bis die Schiffe da sind, muss man warten oder bis man was Bestimmtes gelernt hat. Wir haben die 5 der Schwerter, fällt dir vielleicht nicht so leicht, vielleicht hast du was dagegen, vielleicht sagst du, will ich nicht, kann ich nicht, du kannst. Und ich denke, dass du, wenn du darüber in Ruhe nachdenkst, auch die richtige Entscheidung treffen wirst. Es gilt natürlich auch, Unangenehmes anzusprechen, das ist okay, aber immer schön sachlich bleiben. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Fische. Wir sind bei Dienstag, dem 18. Mai 2021. Wir wollen schauen, was die allgemeine Kartenlegung für heute für die Fische da hat oder was sie dir sagen möchte. Was haben wir von den Karten? Ritter der Stäbe, Risikofreude. 3 der Münzen, Teamplay, also miteinander. Und der Waage, Krebsenergie. Du hast die Zügel in der Hand. Du kannst die Dinge voranbringen. Du bist risikofreudig, du riskierst was. Vielleicht sagst du auch, was du möchtest. Im Team kommt das gut an. Krebsenergie ist, du musst den Wagen lenken und dazu brauchst du Objektivität. Und ich denke, es geht darum, die Leute, die mit dir an dem Ziel oder an der Sache arbeiten, mit einzubeziehen. Und da sehr, ja, vielleicht auch was zu riskieren, auch mal Nein zu sagen. Es kann unterschiedlich sein, aber sich in eine Diskussion einzulassen, ist nicht verkehrt. Aber du hast sozusagen die Kappe auf, du führst das Ganze an. Und das finde ich sehr schön. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen.